In der letzten Folge von 7 Days to Die. Days to Die, vielleicht hat man es gerade gehört, da ist noch ein Flugzeug geflogen. Die lassen ab und zu was fallen da hinten in die Richtung. Da sehe ich so einen orangenen Rauch. Oh, oder da hinten weniger. Ist das Ding. Oh, da fliegt es gerade, da sieht man es. Oh, hier geht es aber ganz steil runter. Oh. Ich glaube, das ist ein sehr weiter Weg. Ja. Oh nein! Crap. Ich bin fast gestorben. Ich bin in den Spike reingelaufen. Ja, und ja, irgendwie müsste ich mich mal heulen. Ich bin tot. Verblutet? Oder? Nee. Ich hab doch von innen vor die andere Tür Spikes gepackt und hab mich gerade gedreht und bin da reingelaufen. Ich will mal einen bauen. Ich baue jetzt hier mittig auf der Straße einen hin. Oh mein Gott. Moin Moin und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Wir haben die Nacht überlebt und mit mir meine ich Freak. Hi. Und mich. Ich sehe dich gar nicht zielen. Ach doch, jetzt. Mit ein bisschen Zeitversetzung. Okay. In der Nacht haben die Zombies gegen unsere Zäune unten gehauen. Das fanden wir nicht so nett. Immer kurz den Schaden begutachten und dann. Wollten wir ja noch die dicken Dinger aufwerten. Hast du ein Werkzeug und Holz dabei? Holz nicht, nein. Das brauchst du zum Aufwerten. Oh Mann. Level up! Komm, komm, komm. Holzbretter meine ich. Ach, Holzbretter nur? Ja. Habe ich auch nicht dabei. Ich hole gleich welche. Ich konnte das noch nicht ahnen. Ich dachte, ich brauche nur das Tool und dann. Geht's weiter? Ja. Irgendwo da oben in einem von den Schränken ist auch der Zimmermannshammer. Mit dem geht es dann auch schneller zum Aufwerten. Und ich widme mich weiter der Suche nach Höhlen und anderem. Ja, ich werde irgendein freaky Stuff werde ich schon machen jetzt in der Folge. Oh, jetzt wird die Bretter auf den Boden geworfen. Vor lauter Schreck. Hä? Die Bretter sind weg. Oh, Auto. Drücke einfach, oder halt mal E gedrückt und dreh dich, dann sammelst du die automatisch auf. Ach, ich habe sie alle im Inventar. Ah, kann ja nicht schaden. So, dann wollen wir mal uns kurz einer Aufwertung widmen, das gucken wir uns jetzt mal an. Inge sucht eine Höhle, es wird tatsächlich jetzt erstmal die... Ich muss jetzt erstmal wieder zurücklaufen, denn ich habe das Essen vollkommen vergessen. Ach ja, ich auch. So, wir werden jetzt aufwerten, mit rechts gedrückt halten. Oh, das geht aber flott. Richtigen Werkzeug, Achtung Hund. Ja. So. Dann nehme ich das Leder gleich mal mit hoch und ich bin infiziert. Nett. Und hoch. So, damit verstärken wir hier ein bisschen die Spikes. Es kommt ja bald die siebte Nacht. Es wird natürlich noch einer mehr mitmachen, haben wir uns gedacht. Das müsste bis zum nächsten Mal klappen. Immer noch 2 Tage und 2 Nächte durchhalten. Beziehungsweise 2 Tage und 1 Nacht. Und dann endlich ist es soweit und wir erleben die siebte Nacht. Ich freue mich schon tierisch drauf. Zombie spuckt. Weg hier. Diese Tür aufgewertet? Nein. Dann kannst du sie mal aufwerten. Hey! You upgrade a door! Hier ist alles aufgewertet. Ich höre ihn halt irgendwo essen. Ja, doch ordentlich zu essen hier. Wir haben ordentlich zu essen hier, ja. Brauche, habe ich gesagt. Ich werde mir auch mal was reinpfeifen. Wir müssen irgendwie. Ich glaube, der Spucker rennt gerade unten in unsere Stacheln, so wie der geschrien hat. Lass mich vorbei! So. Auf geht es. Ja, das Aufwerten hat tierisch Spaß gemacht. Also wirklich, ich finde das cool, wenn man so Sachen aufwerten kann. Das haben andere Spiele nicht und das gefällt mir sehr gut. Ja, und in der Alpha 13, da könnte man es dann theoretisch vom Holz aus komplett durchaufwerten bis zu dem Stahl.
Da ist der Spucker. Ist jetzt sehen wir, wie er in die Stacheln läuft. Da ist schon ein Zombie krepiert irgendwie. Er nimmt aber keinen Schaden, komischerweise. Doch, jetzt. Jetzt hat er gezuckt. Komm, komm, komm an die großen Dinger. Komm an die großen Dinger. Jetzt rotzt er, schlägt gegen die Stacheln. Er weiß nicht, was er machen soll. Jetzt ist ihm wieder... Und er ist explodiert. Ist das normal, dass die explodieren? Ja. Cool, cool, cool. Ich könnte jetzt auch mit der Schaufel hier für den Eingang ein Loch buddeln. Dann bleiben die da drin hängen. Nee, das ist Asphalt. Muss ich den Asphalt erst kaputt kloppen? Ja. Wahrscheinlich nicht mit der Schaufel. Ach Mensch, schon wieder kein... Durch dieses Loch können wir ja ganz bequem durchlaufen, oder? Ja, ja. Wie mache ich denn den Asphalt am besten kaputt? Mit der Axt oder mit der Spitzhacke? Mit der Spitzhacke, ne? Ja. Okay, dauert aber immer noch ein Weilchen. Na komm schon. Okay, wir hätten wir das Bier mitnehmen sollen. Wir hätten uns ein Haus aussuchen müssen, wo Erde drumherum ist. Asphalt! Ja, kommt ja alles. Weg! Asphalt! Weg! Da passiert gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt kaputt geht. Ja, ich glaube, das ist mit der Spitzhacke da eh so eine blöde Arbeit. Jo, so, Ingrid ist in die Richtung gerannt, an der Höhle suchen. Ich buddel gerade nach Clay. Einfach buddelt's einfach irgendwo Freestyle, oder wie? Nö, das sieht man am Hand des Bodens. Okay, welche Farbe hat Clay? Ja, so bräunlich. Und Clay können wir gut gebrauchen. Mit Clay könnten wir Bricks basteln und die sind natürlich auch noch ein bisschen stabiler. Hast du schon Clay gefunden? Ja, ich habe Clay gefunden. Nur die Ausdauer, die Ausdauer. Wie viel Clay braucht so ein Brick? 9, aber ich weiß jetzt nicht, wie viel man da rauskriegt. Das stimmt, wieder 4-5, ne? Ich gucke. Und 9 sogar, ja. Pro Clay ein Brick. Oh, 9 Blöcke kriegt man. Ja, das ist dann effektiv. Interessant, also, dass man hier einfach so im Boden ein bisschen buddeln kann und so. Also, der hat sich schon Kopf gemacht. Ich freue mich echt auf diese Verbesserung, dieser Alpha. Ich gehe mal auch ganz stark davon aus, dass was an der Performance gemacht wird. Wobei, diese Crafting-Titel sollen ja immer möglichst für jeden spielbar sein, ne? Mhm. Und, na gut, hässlich ist es jetzt auch nicht, ne? Es geht. Ja, also, hat schon schlimmere Tage hinter sich. Ja, stimmt, am Anfang war das ja alles so ein bisschen wie bei Minecraft. Musst du das Clay verarbeiten und dann erst den Brick machen, oder wie läuft das? Nee, einfach direkt Brick auswählen und dann, oder eins geben in die Suche. Brick. Und dann craftet er. Brickblöcke. Mach ich mal 18 Stück von, mehr Clay habe ich nicht. Aber 18 Blöcke sollten schon einiges bewirken, oder? Ja, ist halt auch eine recht schnelle Alternative, wenn man eine gute Schaufel oder eine Schaufel hat. Und hier ist eine Kiste auf dem Weg. Supply! Ich habe den Airdrop gefunden. Ne! Doch! Zufällig.
SMG Receiver, Sniper Barrel, Painkillers, First Aid Kit, Antibiotika, sehr gut, die brauche ich. Bist du weit gelaufen? Nö, einfach nur da geradeaus den Hügel hoch und auf der Straße war er dann. Krass. Glück kann man ja haben. Verschwindet die Kiste, ich gehe von aus nicht. Ich komme jetzt mal zu dir, damit ich die vielleicht auch noch sehe. Ja, ich hatte schon gelootet, aber hier stand sie. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Du kannst von hier aus auf unser Haus gucken. Ja, ich bin einfach mal hier hochgelaufen und dann zack, stand sie da. Und da war jetzt ein Sniper-Rifle drin? Nee, das Barrel dafür, dieser Lauf. Wo wolltest du die Bricks anbringen? Vielleicht machen wir das in der Folge noch. Vorwärtsplan, ja, rumlaufen. Ja, ich muss sie einfach unten verstärken oder sowas. Vielleicht eine extra Wand ziehen davor. Oder ähnliches. Jetzt aber mal Claykugeln. Also, dass er sich quasi. Also, die gehen ja eh primär auf die Türen dann, ne? Yep. Und dann. Ja, eine Bricktür wird man wahrscheinlich nicht bauen können, ne? Nicht unbedingt, nein. Ach, komm schon. Da probiere ich mein Glück doch nochmal mit Dingens Höhle finden. Mal Richtung Westen, da ist noch nichts bei mir. Ich habe jetzt hier nochmal Bricks in den Zwischengang gestellt. Einfach, dass die ja an die durch die Stacheln müssen und nicht so durch den Zwischengang durchkommen können. Ups, eine Rastfunktion. Höhle. Mann, warum hat sie keine Höhlen? Ach Mann. Ingjald hätte gern eine Höhle. Ja. Bricks bauen. 99 Bricks. Sing ruhig weiter. Ja, wüsst jetzt nur nicht, wie ich da singe. Aber es gibt noch andere Lieder. Another Brick in the Wall zum Beispiel. Was wollte ich denn jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich doch auch nicht. So. So, ich baue zu Hause ein bisschen um. Hopp. Hopp. Au.
Bist du gerade auch wieder beim Haus? Yep. Okay. Du machst den Krach. Ah, die tanzen auf den Dacheln. Hier auch irgendwo Holzblöcke? Irgendwo waren, glaube ich, Holzframes, ja. Muss mal links vom Feuer in den Dingern. Ah, die, glaube ich, Woodframe. Bist du gerade in den Stachel gelaufen? Ja. So. Na komm. So. Was denn? Wenn du eine Tür setzt, musst du die aufschließen. Hab ich. Jetzt nicht durch. Die steht. Nein, die ist locked. Ach so. Ja, unlocked war. Ja. Ich hab mich nur vertan. War gerade irritiert. Ich weiß nicht, wenn ich den baue, ob man da noch durchkommt. Nein. Nee, den kannst du, müsstest du noch wegnehmen können. Oh, wenn du den noch nicht aufgewertet hast. Ja. Okay, so reicht es. Ja. 1, 2, 3, 4, durch 5 Türen müssten die bisher schon. Das ist eine erstaunliche Leistung. Und eine Metalltür. Und natürlich dann auch irgendwie macht. Überlege gerade. Was Sinn macht. Nee, ist glaube ich. Was denn? Treppenstufen wegbauen und dass wir dann mit Leitern und Springen und sowas hoch müssen. Würde doch Sinn machen, oder nicht? Ja, oder hier an dem engen Ding ist das ein bisschen schwierig. Und wir könnten das beim nächsten Mal irgendwie so in Angriff nehmen, dass man, ich glaube, hier ist ja irgendwo der Balkon, dass wir direkt von draußen die Leiter da raus machen, wenn nicht übers Treppenhaus müssen. Naja, das sehen wir ein andermal. War ich dran oder du? Du warst dran, aber ich werde noch eine Tür werde ich jetzt noch setzen, bevor es jetzt okay. Zu Ende geht. Weil hier können wir doch locker eine Doppeltür hinbauen, oder nicht? Oder kann ich die hier nicht reinwerfen? Doch. Warte. Was denn? Nein, kann ich hier nicht reinbauen. Warum? Dann machen wir eben nochmal. Jetzt zack. So, ich glaube, mehr Sicherheit ist bald gar nicht gefragt. Oder? So. Perfekt, haben wir hier noch eine kleine, haben wir noch einen kleinen Zwischengang, in dem wir im Zweifelsfall noch ein paar Spikes reinstellen, wenn sie kommen. Und dann sollte hier langsam für Sicherheit gesorgt sein, glaube ich. Ja, mal schauen, wie das bei der ersten Nacht aussehen wird. Aber bis dann haben wir noch ein
bisschen Zeit vor uns. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.